So, okay, das haben wir erwischt. Das haben wir gemacht. Stonehenge ist gebaut. Das haben Bautrupp haben wir wieder erledigt. Sehr schön. Fast schon, wir haben ja das Segeln. Schrift. Wir holen uns das Bogenschießen. Da können wir unsere Städte noch mit garnisonieren. Ah, ich hatte das Wort jetzt drauf. Sehr schön. Okay, nächste Runde. Dieses Bautrupp haben wir, den Bautrupp haben wir ja wieder befreit. Das war gut. Ja, die Barbaren müssen wir wegkriegen. Da kommt er wieder. Okay, sehr gut. Ihr baut hier weiter. Ihr habt es gebaut. Ja, wir haben jetzt drei Glückliche, aber dafür fünf im Minus hier. Ganz geil. Ah, ihr geht da rüber. So, ihr geht hier eins weiter, weil das Lager wollen wir jetzt wegmachen. So, was sonst was? Die Truppen hier. Wollen wir noch nach Moskau schicken und da sollen sie sich erstmal heilen. So, und jetzt müssen wir dann mit dem Handeln. Sobald Moskau den Zirkus gebaut hat, müssen wir handeln. Und wir kriegen noch, ja, wir kriegen einen Siedler. Jetzt gleich, weil wir haben gleich die Dinge und dann holen wir uns diesen Siedler kostenlos. Und den schicken wir dann runter, wo gerade unsere Krieger aktiv sind. Genau. So, hol dir das Ding. Macht sie fertig. Macht sie fertig. Ach komm, ja gut. Ja, das müsste reichen. Gold kann man erhalten. Ihr macht mir hier auch ein Lager. Politik einführen. Wir wollen den Siedler. Ja. So, und den Siedler ziehen wir. Er sagt mir hier, aber ich will hier runter. Dann habe ich hier Wind, ich habe Eisen, ich habe das. Und die Verbindung hier oben ist ja auch nicht so weit dann. Hier wäre zwar auch eine Möglichkeit, ja, aber. Was haben wir hier? Stein. Ich bin ans Eisen. So, hier rüber. Hier oben ist auch noch Möglichkeit, ist klar, ne? Hier auf dem Hügel haben wir gesagt. Genau. So, nächste Runde. Jetzt bin ich gespannt, greift er ihn an? Weil wir werden dann nicht den Fehler begehen, wieder zurück anzugreifen, sondern werden uns jede Runde heilen. So, und sobald Moskau gleich den Rest greift. Okay, gut. War okay. So. Die Jungs und Mädels sind also jetzt wieder bereit. Ihr geht hier weiter. Ihr verschanzt euch. Ihr heilt euch. So, und jetzt haben wir fünf hier oben. Super. Und jetzt wird gebaut die Karawane, dass wir mit Budapest handeln können. Sehr gut. So, und dann heilt er weiter das Ganze. Und ich glaube, ich mache noch ein Let's Play von der Beyond. Reihe Beyond Earth, auch Civilization, das kam ja nach Civilization 5 dann raus, Beyond Earth, wo man das Ganze im Weltraum spielt. Hier ist das Lager. Glaube, da habe ich Lust drauf. So, wir können hier ein Lager bauen. Wir ziehen dich hier runter. Okay, kommt noch nicht an uns ran. Okay, bin gespannt, was er jetzt macht. Wenn er hochzieht, müssen wir halt wieder wegziehen. Ne? Sozusagen. Na, lass uns überraschen. Sophia sucht eine Einheit großer Wissenschaftler. Es fahren viel Schiffe draußen rum. Jetzt sehen wir es genau durch den Hügel. Perfekt. Ihr baut mir das Lager hier. Hier ist natürlich schon interessant, gell? Hier ist halt der Stein. Sollen wir hier herbauen? Haben wir hier zwar Küste? Ist vielleicht nicht dumm, gell? Stein. Wir kommen auch da schnell ran. Das Färbemittel könnten wir auch noch mitnehmen dann irgendwann. Und wir sind in der Nähe vom Barbarenlager. Ist auch nicht dumm. Wir haben eben eine Flussgut, da ist eine Tundra, aber wenn dann in den Wald rein.
So, da ist ein Lager. Das machen wir jetzt alle. Super. So, nee. Hier sind Schafe und das Ganze. Oder hierher. Und da unten noch mal eine rein. Die ist zwar dann ein bisschen hier. Ja, dann brauchen wir sie halt daher. Die Idee ist nicht dumm. Hier drauf. Und dann haben wir hier dann irgendwann Zugriff auf die Schafe zumindest noch. Können wir hier die Grenze schließen? Ja, gefällt, gefällt, gefällt. Und wir sind am Hügel. Wir haben hier noch irgendwas. Wir haben hier Grasland, Grasland. Hier haben wir Stein. Wir haben Zugang zum Meer, aber nicht zu viele Felder, die wir verbrauchen. Das ist gut. St. Petersburg hat den gebaut, den, na, hilf mir, den Kannspeicher. Bisher waren sie ja nicht so viele Angriffe. Schrein 15. Krieger, Speerkämpfer. Wir bauen einen Schrein. Dass wir ein bisschen Glauben bekommen. Wo wir langsam was tun müssen, ist das Einkommen dann. Das wird noch problematisch. Aber gut, da bauen wir jetzt eine Karawane. Die sollte uns schon mal etwas helfen. Der Pfeil aber war mit den Federn des Adlers selbst geschmückt. Oft geben wir unseren Feinden das Mittel zu unserer Zerstörung. Jo, genau. Also, wir können jetzt Bogenschützen ausbilden. Das ist die erste Fernwaffeneinheit im Spiel. Und wir können den Artemis-Tempel bauen. So, ihr schießt weiter hier. Sehr schön. Wir bauen hier die Stadt. Novgorod. Novgorod. Forschung. Wir haben das Bogenschießen, Kalenderschrift, das Rad, Optik, Eisenverarbeitung. Schrift, Bibliothek, das Rad. Da kommen halt die Straßen. Ne? Wer will's? Das will der Auslandsberater und der Wissenschaftler. Ja, Wissenschaft. Wissenschaft ist immer gut. Und ihr baut mir ein Monument. Ist nur noch einer hier, happy. So, nächste Runde. Nur noch drei Minus, da haben wir ein bisschen was getan. Das ist fein. Wenn das da oben dann sich verbindet, haben wir hier eine durchgehende Grenze. Dann kann man uns nicht mehr so einfach passieren. Also andere Länder. Sehr schön. Novgorod kann einen Gegner angreifen. Novgorod greift hier dieses Schiff an. Wir greifen weiterhin schön hier an. Sehr schön, nächste Runde sind sie weg. Dann hoffen wir nur, dass wir es nicht wieder... dass es nicht wieder so passiert, dass ein anderer dann das Lager zerstört und den Ruhm dafür einheimstet. Sehr schön. Schieß rein. Und wechseln sie und nächste Runde. 1, 2, zack. So, jetzt gucken wir mal hier. Nee, er bewegt sich immer hier hin und her, hin und her. Also er versucht nicht auf unsere Stadt hier zu ziehen. Okay. Die sind nämlich jetzt dann fertig erholt. Können wir uns mit denen hier anlegen. Ja. So, eins. Zwei. Sehr gut. So, was hast du uns denn alles Schönes gebaut? Du hast jetzt hier Trüffel, das... Ich werde ihn wahrscheinlich runterziehen. Dass er hier eine Fahrtding baut, eine Farm. Genau, sehr gute Idee. Gut. Ja, legt euch miteinander. Wir sind jetzt deutlich in der Überzahl. Und die stationiere ich dann in Novgorod. Und dann haben wir das Gelände hier unter Kontrolle. Und wenn wir es uns irgendwann leisten können und es klappt, dann rüsten wir sie auf. 8 Pferde haben wir übrigens. Aber wir holen ja auch sowas doppelt raus. Ja, die Einheit machen wir jetzt platt.
So, euch ziehen wir da weiter. Ein Schiffchen sehe ich da. Kommt hier noch eins? Nee, aber es macht nichts. Was hier ganz gut an der Schlacht hier war, vor allem, dass wir die Bogenschützen abfangen konnten, ohne dass sie groß Schaden gemacht haben. Super. Also wir brauchen jetzt eine Farm dann auf jeden Fall hier unten. Stein müssen wir mal gucken. So, hier zuerst da drauf. Jetzt wären Brandpfeile cool. Aha. Moskau hat die... Genau, Handelsweg anrichten. So. Mit Budapest bringt's Gold. Das bringt nur Nahrung. Also, ja. Sehr schön, haben wir nur noch minus 1. Perfekt. Das ist nicht gut. Sofort die Einheit hier rüberziehen. Die haben diese Keiläxte. Das sind ganz unangenehme Einheiten. Das heißt aber, da oben geht es wieder ein Lager. So, und du machst jetzt den weg. Faustkeileinheit oder wie das heißt. Wie heißt das? Faustkeil barbarisch, ja, ganz blöde Gegner, finde ich. Du schießt hier drauf. Super versenkt. Produktion. Moskau. Moskau baut sich jetzt einen Bogenschützen. Weil dann schätzt man die hier rüber und dann sind erstmal alle Städte mit Garnison bestückt. Weil der braucht eins. Und dann muss er wieder anhalten. Und die ziehen wir dann inzwischen hier dazu. Gut, nächste Runde. Und mit den Speerkämpfern versuchen wir dann oben das Lager wieder platt zu machen. Ja, das ist der Plan. Guter Plan. Jetzt gucken wir mal, ob er auf unser Gelände zieht. Kaputt machen kann er zum Glück noch nichts. Er kann nichts plündern, weil er landet im Sumpf. Er zieht sich zurück. Okay, dann ist es gut, wenn wir die rüberziehen. So, ihr ballert mir noch mal ein bisschen auf das Schiff. Die Kanäle oder was das ist. Jo, hier sieht es ja jetzt richtig schön gut aus. Hier kann man zurzeit nichts großartig machen. Hier brauchen wir nichts im Endeffekt. Von daher machst du erstmal eine Pause. Ihr zieht mich hier rüber, ich brauche einen Bauernhof hier. Ihr erholt euch. Ja, das war das. Gut. Jetzt gucken wir mal, vielleicht haben wir Glück und sie ziehen wieder rein und wir können auf sie schießen. Das wäre nicht schlecht. So. Ja, die machen das wirklich. Herrlich. So. Hier rüber, hier hoch. Oh, was war denn da für eine Einheit? 조선의 궁궐에 당도한 것을 환영하오 낯선이여. 나는 나의 훌륭한 백성들을 굽어 살피는 깨우친 임금 세종이여. Okay, wir haben Sejong, der Fromme von Korea, gefunden. Erstmal auf Wiedersehen. Da ist auch hier Landesgrenze, so wie ich das sehe. In die Bogenschützen, keine Fahrtbewegungspunkte. Ein Gegner. Nein. Okay. Schön aufschießen weiter. Das ist gut. So, und hier haben wir den wieder. Das ist gut. Das ist sehr gut, weil diese Faustkerneinheiten bin ich richtig froh, wenn weg sind. Den haben wir geschossen. Die rüsten sich gerade schön auf. Ja, sieht ja nicht so verkehrt aus bisher. Jetzt haben wir drei Städte, drei wollen wir noch gründen. Eine hier ja, um das Eisen mitzunehmen. Dann gucken wir mal weiter. So, gehen wir hier lang. Und... Ja, Kazimierz Wielki! Witam cię na ziemiach Wielkiego Królestwa Polskiego! Jo, Kazimir, der Dritte, der Fromme wiederum von Polen. Wir haben also auch die Polen gefunden.
hier ist auch ihre Hauptstadt Warschau, die sie mit Kriegern bestückt haben. Ausgerüstet bestückt, ja. Okay. Ihr geht doch ins Zweite. Wir hoffen jetzt, dass die Faustkeileinheit wieder runterzieht. 동지여, 우리는 상의해야 할 것이 많고 서로에게 얻을 수 있는 것이 많소. Alles klar. Also, er bietet uns Goldbrunn Runde 1. Er hat Räucherwerk als Luxusgut. Wir haben Trüffel und Pferde als strategische Ressource. Und er bietet uns ein Gold pro Runde, wenn er eine Botschaft machen darf. Das nehmen wir an. Algesso. Ja. Ja, jetzt arbeitet man immer im Verlust. Genau. Ja, und dadurch stabilisieren oder verbessern sich auch unsere Beziehungen mit Korea. Wobei das Interessante ist, dass gegnerische Spieler relativ weit entfernt sind von uns. Wer ein gutes Buch vernichtet, ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Ja, genau. Also, gutes Buch vernichtet, tötet die Vernunft. John Milton. Wir können Wissenschaftsgebäude bauen, die Bibliothek, die große Bibliothek bauen. Und wir können Botschaften errichten in anderen Zivilisationen. Das ist gut. Okay. So, jetzt gehen wir hier. Oh, war schon nicht voll in der Wüste. Da habe ich schon wieder jemanden gefunden. Die ballen sich hier scheinbar alle. Mina, ngingushaka, wakwaZulu. Nginsizwa yamabutho. Ungakusho okufanayo nawe. Alles klar. Also das ist Konsul Shaka von den Zulu. Die kriegerischen Zulu. Jo, und wir sollen unsere Worte weise wählen. Wir sagen dann einfach mal Tschüssikowski. Die Polen liegen ja hier voll in der Wüste, aber... Das Interessante, was hier, sie haben ihr Räucherwerk hier, das wissen wir ja. Was das Interessante ist bei den Polen, finde ich. Wir können die gleich hier. Okay, wir machen Genauigkeit. Also, das Interessante jetzt gerade bei den Polen, was man sieht, die haben Schwemmland. Ja, und dadurch haben sie doch einigermaßen Nahrungsproduktion. So. Gut, da sieht man es hier, ne? Schwemmland, Wüste. Und hier in der Wüste ist ja gar nichts, außer hier halt Hügel. Upsala. Oh, die Polen sind ja gut aufgerüstet. So, ihr macht die weg. Jetzt seht ihr, wie der gleich schmeißt. Noch einen trifft. Wie gesagt, sehr unangenehme Gegnereinheit. St. Petersburg, nein, Moskau hat ja jetzt seinen Bogenschützen. Und baut jetzt ein Arbeitsboot, weil jetzt holen wir uns die Perlen. So, Produktion in St. Petersburg. Da könnte man auch aufs Arbeitsboot gehen. Ja, holen wir uns die Fische. Forschung. Kalender, das Rad, Optik, Dramadichtung oder die Eisenverarbeitung. Wir holen uns Gelände. Kalender, dass wir dann auch irgendwann Plantagen bauen können. Nächste Runde. Jo, es ist, ja, was haben wir denn? Wir haben 1650 vor Christus und es gibt schon 3 russische Städte. Also wir sind nicht schlecht dabei. So. Jak ci się podoba moja oferta? Okay, also er hat mehr Gold wie irgendwie, aber sonst hat er eigentlich nichts. Genau, wir haben Trüffel und Pferde. Ja, du darfst den Botschaftsplatz bauen. Bringt uns jetzt zwar außer bessere Beziehungen nichts, aber sonst ganz okay. So. Die Bevölkerung ist zurzeit sehr neutral. Euer Volk ist nicht mehr... Okay. So, wir gucken uns hier mal an. Also der Pole hat auch... Dann machst du das. Lustig aus. Hat auch Pferde auf seinem Gebiet, weiß aber nur noch nicht, wie er sie abbauen kann. Petersburg hat sich vergrößert. Es kann auch sein, dass deshalb jetzt wieder die Unzufriedenheit hoch ist. Aber wir holen uns ja bald die Perlen und dann müsste sich das verbessern. Okay.
Sejong ist eine Gefahr für die Ordnung dieser Welt. Die Zeit ist reif, um diese Gefahr ein für alle Mal zu beseitigen. Werdet ihr mir dabei helfen? Lasst uns anfangen, Krieg. Wie könnt ihr es wagen? Wir haben kein Interesse an Krieg. Das ist bedauernswert. Ja, schön. Jetzt noch ein Krieg, klar. Logisch. Hab schon mit den Barbaren hier genug Probleme. So, wir warten. Wir gucken uns mal weiter hier um. Ey, die Polen, haben ja hier Truppen und Baumwolle auf ihrem Gebiet. Räucherwerk. So schlecht ist das hier gar nicht. Das ist zwar ein scheiß Wüstengebiet, aber naja. Aber da hinten haben sie grünes Gebiet, so wie es aussieht. Das gucken wir uns gleich mal an. Es wurde eine Religion gegründet. Dafür haben wir noch viel zu wenig Glauben. Ja, richtig noch schöne Ressourcen hier. So, wir gehen mal hier langsam vor. Da haben sie normale Krieger, das ist gut. Und da gehen wir jetzt dann hierher oder gehen wir hier auf den Hügel. Das Schiff macht eh nichts. Orthodoxe Ostkirche ist gegründet worden. Aha. Hätten nicht wir das eigentlich machen sollen? Nicht gut. Naja. So, unbekannter Spieler hat das Zeitalter Klassik erreicht. Okay. Respekt. Wobei, das sind wir jetzt auch schon ganz gut in der Nähe, glaube ich. Wir gehen nach oben weiter. Weil da unten weiß ich nicht, plötzlich bauen sie hier zu und dann kommen immer durch. Ja, sehr schön. Wir ziehen den Krieger in die Stadt rein. So, können wir hier und zack. Er hat keine weiteren Einheiten. Sehr gut. Aber früher oder später müssen wir dann hier hoch dann auch bauen. Weil sonst kommt da immer wieder dieses Lager. Da wo jetzt meine Leute stehen, ist eigentlich super, ne? Hier auf dem Hügel. Also finde ich persönlich super. Hallo? Ich habe Information. So. So. Sie hat uns jetzt erzählt, dass wir Arbeitsboote gebaut haben. Und zwar in Moskau. Und hier ist Luxusgut. Und jetzt bauen wir hier Perlen ab. Ja, sind sie wieder besser drauf. Jo, und hier hinten wollen sie, gerade eben wollten sie noch einen Bauernhof. Wir bauen noch einen Steinbruch. So, und hier rüber. Gut. Sehr interessant hier mit den ganzen Galeeren, gell? Ja, wir sind viel stärker wie sie. Nun gucken wir auch, dass wir das hier schnell platt machen. Dass wir hier auch schön dann alles übernehmen können. Produktion wählen. Moskau. Wir haben zwei Handelswege, aber wir kommen ja nicht weiter wie Budapest und dann nur untereinander. Gell? Frachter, Krieger, Bibliothek, Schrein. Schrein. So, gehen wir in die Runde 100. Das ist ja schon mal einiges. Ins Jahr 1525 vor Christus. Gut, gut, gut. Also wir haben Stein. Da haben wir genügend, so wie es aussieht. So, er schlägt sich hier hinten gut. Die Krieger gehen hier in Bereitschaft. Wir versuchen jetzt, das in der Lage platt zu machen. Das werden wir nächste Runde dann schaffen. Ich hoffe nur, sie bringen jetzt keine neue Einheit raus. Dann sage ich euch, wir sind jetzt in der 100. Runde. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst Kommentare da. Sagt mir, was ich falsch mache. Sagt mir auch, was ich richtig mache. Kommentare werden von mir beantwortet, ist klar. Daumen nach oben, wenn es euch Spaß gemacht hat. Und ein Abo wäre toll. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.